Hallo und herzlich willkommen zur Lesesendung am 21. Oktober 2011. Ja, also ich lese heute drei Sachen. Und zwar, ich lese Ernst Jandl, um ein bisschen zuerst mal das aufzuheitern. Zuerst mal die Sendung, danach lese ich etwas vor, was nicht unbedingt allen gefällt. Sogar auch mir nicht. Also ich lese jetzt mal von Ernst Jandl aus dem Album Lauten Luise mit etwas, und zwar das Gedicht Schützengrimm, also das ist ein recht bekanntes Gedicht noch. Danach lese ich ein ähnlich klingendes, zumindest vom ähnlich dem Schützengrimm ähnlich klingend, Schizophren von mir, ja, also wieder mal ein konkretes Gedicht von mir, Schizophren, ja. Und also das ist vom Schreibstil auch noch eher nicht so unbedingt umwerfend, auch eher so abwandelnd eines Wortes. Und danach lese ich hier etwas von einer schizophrenen Autorin, und zwar Elfriede Jelinek, der Klavierspielerin. Jo, also ich war selbst, also die Klavierspielerin, also die Elfriede Jelinek, wer liest sie schon gerne, ja? Aber heute habe ich mir gedacht, jetzt versuche ich es mal selbst, das gut zu gestalten, dass es auch schmecken kann. Also da werde ich es ein bisschen, anders vorlesen, weil ich lese es nicht auf Hochdeutsch, wie es geschrieben ist, sondern ich lese es auf Wienerisch. Also da wird schon halbwegs was zum Lachen geben und noch halbwegs erträglich, weil die Sprache recht lustig ist. Aber zuerst beginnen wir mit dem Ernst Jandl, wie gewohnt. Schützengrimm, Schützengrimm, Grimm, Zingrimm, Zingrimm, Zingrimm. Grimm, Schützen, Schützen, Zingrimm, Schützengrimm, Schützengrimm, Grrt, 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 Scht, Scht, Zingrimm, Zingrimm, Scht, Scht. Scht, 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 grrr, hau, se, ja, wohl, ön, vers, hau, se, ja, ab, grrr, dada, dada. Da 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 da. Ja, Leute, Plo, wa, ja, boll. Ernst Jandls Schützengrimm. Mein Gedicht Schizophren. 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 Schizo. Zofren. Shit. Ofren. Shit. Scheiße. Shit. Schiss. Schiss. Ofren. What the shit. What the schizophren. What the fuck. Ofren. What the fuck. What the hell. Ofren. What the scheißofren. What the scheißofren. And what the hell. Ofren. Hell offren, hell offren, hell offre, hell offen, Welt offen. Ja, also es ähnelt zumindest vom Klang her, wie ich gesagt habe, dem Schützengrimm-Gedicht von Ernst Jandl. Aber ich sag auch selbst, Ernst Jandl hat es auch besser geschrieben. Also es gibt manche guten, manche weniger gute Texte von mir. Also ja, jetzt lese ich etwas von einer schizophrenen Frau, ja,
Aber jetzt mal zum Wernerischen, ja. Also die werden, also die müssen wir mal vorstellen, ja. Die Jelinek, die ist generell nur, die ist generell nur eine fahre Autorin, ja. Also, vielleicht die Irken und die ärgsten Feinde von ihr, die sagen, ich hasse sie, die ist eine schizophrene Rotzgurken, ja. Und so, ja, ich mag's auch nicht, ja, zumindest ihren Schreibstil, ja. Entschuldigung, meine Wortwahl vor kurzem, ja, ich hab's nur so ein bisschen interpretieren wollen, ja. Aber stellst du mir mal das vor, ja? Ihr mögt ja Friedrich nicht so nicht, ja. Ich mag's zwar auch nicht, ja. Aber ich tue Folgendes, ja. Na, stell's vor, die produziert Backelsuppen, so Grießnockelsuppen oder Gemüsesuppen etc., ja. Das schmeckt fad, ja. Ohne irgendein etwas ist es fad, ja. Aber mit dem Dialekt, also bei mir mit dem Wienerischen, ja, das Wienerische sind die guten, vitaminreichen Kräuter und anderen gesunden Sachen, ja. Und die bessern das auf, ja. Also damit kann man das zumindest ein bisschen besser lesen, ja. Und da sage ich einmal, probieren wir es einmal und jetzt lesen wir jetzt im Wienerischen vor, dass ihr vielleicht ein bisschen was zu lachen habt, ja. Ich blätter ein bisschen um, ja, da, damit es ein bisschen schneller geht, ja. Die Klavierlehrerin Eva Kohut stürzt wie ein Wirbelwind nur durch die Wohnung, die sie mit ihrer Mutter teilt. Die Mama nennt Eva gerne einen Wirbelwind, weil das Kind bewegt sich manchmal ja, sehr geschwind, ja. Es raucht danach der Mutter zum Kummern, ja. Er geht auf das Ende der 30 zu. Die Mami könnte, was das Alter betrifft, leicht Erkas Oma sein. Nach vielen harten Ehejahren erst kam Erkerten damals auf die Welt. Sofort gab der Vater den Stab an seine Tochter weiter und trat auf. Erkerten trat auf, der Vater ober. Heute ist Erkerten flink durch Not geworden. Ja, etc. Zuerst mal, das geht zuerst mal, um meine Mutter. Die Tochter, die viel älter ist als die Tochter, ja. Die Tochter ist sehr, die kauft sich eben immer, also ganz klein, und die Mutter verkauft sie dann wieder, ja. Und jetzt einmal kauft sie sich ein Kleid und ja. Ja, her gegen das Kleid! Das sagt die Mutter, ja. Er stößt plötzlich auf wie einen Kleiderschrank. Sie wird von einem finsten Argwohn ergriffen, der sich schon einige Mal bestätigt hat. Heute zum Beispiel fällt er wieder was, der dunkelgraue Herbstkomplett, nämlich. Was ist geschehen? In der Sekunden, da er merkt, es fehlt was, was sie auch schon die dafür Verantwortliche zu benennen. Es ist die einzige Person, die dafür in Frage kommt. Du Scheißtrommel! Du hirngeschissene Sau! Brüllt Erika. Wütend die ihr übergeordnete Instanz an und vergrault sich ihre Mutter dunkelblond gefärbten Haaren, der an den Wurzeln grau nachstoßen. Eine Frisur ist teuer und wird am besten nicht aufgesucht. Erika färbt der Mutter jeden Monat die Haare mit Pinsel und Polycolor. Erika ruft jetzt an den von ihr von selbstverschämten Haaren. Sie reißt wütend dran. Die Mutter heult.
Ja, na, versöhnen sie sich schon wieder, ja. Und jetzt noch zum ganzen Abschluss, ja. Jetzt kommt der Teil, wo ihr vielleicht was zum Lachen habt, weil der später kommt dann ein Schüler daher und der verliebt sich in die Erika, ja. Und da wäre ja ein bisschen mal was. Aber der will es auch schon, der will wirklich an die Wäsche, ja. Aber die Erika will es nicht, ja. Aber jetzt kommt's erst, ja. Jetzt kommt's erst. Ja. Walter Klemmer holt Erika aus der Latrinenkabine raus. Er zerrt an ihr. Er drückt ihr einen langen Kurs, einen langen Schmatzi durch die Eröffnung an den Mund, der längst völlig war. Er nagt an ihren Lippen und sondiert mit der Zunge ihren Schlund. Er zischt die Zunge nach endlos ruinösen Gebrauch wieder zurück und spricht mehrfach Erikas Namen aus diesem Anlass aus. Überarbeitet in dieses Stück Erika. Er greift ihr unter den Rock ins Schlitzi rein und weiß, dass er damit endlich einen großen Schritt vorangekommen ist. Er wagt sie noch weiter, denn er fühlt, dass der Leidenschaft dies erlaubt ist. Alles ist ja gestattet. Und er wühlt in Erikas Innereien um, als wollte er sie ausnehmen und sie auf den neuesten Ort zubereiten. Er stößt an eine Grenze und entdeckt, dass er mit der Hand nicht mehr viel weiterkommen wird. Nun keucht er, als wäre zu weit gelaufen, dieses Ziel zu erreichen. Ja, also, ich will nicht unbedingt alles erstmal für lesen, ja, aber. Ihr seht, hoffentlich habt ihr einen Spaß gemacht, Spaß gehabt, also an diesem Vokabular, die ich euch jetzt überbracht habe, die da nicht mehr drin gestanden sind, die ich so einfach rein neu dazugefügt habe, ja. Also, ich sag nur, ich würde euch nicht empfehlen, die Elfriede Jelinek zu lesen. Aber wenn ihr das machen müsst, dann versucht es in neuem Dialekt. Und dazu, Schlitz, was ich davor gelesen habe, Schlitzi heißt eigentlich Vagina auf Dialektsprache. Im Wienerischen zumindest. Ja, also, wenn ihr noch weitere Fragen habt, ja, dann könnt ihr eben mir vielleicht ein E-Mail schicken oder mich eben persönlich kontaktieren. Zumindest die öfter schauen, die kennen mich eh auch schon bereits. Dann verabschiede ich noch für heute und ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen!